Hallo und herzlich willkommen im Einsatz in Absurdistan. Hallo liebe Zuschauer, heute geht es mal wieder um ein Ranking und um ein James Bond Ranking und zwar um den Einsatz in Absurdistan. Es geht also um ein Ranking der Einsätze, in der James Bond in seinen Filmen verwickelt ist. Ich habe das Ganze in vier Kategorien ein bisschen aufgeteilt, um das Ganze etwas zusammenzufassen. Und damit möchte ich jetzt einfach auch mal beginnen. Ich nenne euch immer noch dazu die Position meines normalen Rankings zu dem Film, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was passiert ist. Und gut, dann fangen wir auch schon an mit dem Platz Nummer 26 und damit der am wenigsten absurdesten Story bei James Bond. Also für mich die am wenigsten absurdeste Story im James Bond Universum in der Reihe. Und zwar ist das der Film aus dem Jahre 1981, Regie John Glenn. Roger Moore als James Bond in tödlicher Mission. Von der Story her ist das für mich eine ganz normale Agentenstory. Ihr kennt die Story alle. Im Prinzip, ich kann es noch mal kurz anreißen, für alle, die es nicht kennen. In den Ägäis, also im Mittelmeer, sinkt ein englisches Spionageschiff mit einem ATAC an Bord. Die Briten möchten es zurückhaben, die Russen hätten es gerne und so entsteht eine typische Agentenstory um etwas, was der eine hat und der andere haben möchte. Der Film ist bei mir auf Platz 4 gerankt, aber halt in den Einsätzen in Absurdistan ist er der letzte, weil ich ihn für einen der wahrscheinlichsten Filme oder realistischsten Szenarien sehe. Das kann manchmal natürlich ein bisschen variieren. Andere sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber ich habe das einfach mal für mich so gerankt. Ob das für andere so ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Kommen wir schon zum Platz 25. Diesmal ist es ein Film aus dem Jahre 89 und somit der Film oder zweite Film von und nicht von, sondern mit Timothy Dalton. Regie John Glenn, License to Kill. Hier geht es eigentlich nur um Rache und ein Agent, James Bond, nimmt Rache an dem Tod von der Frau seines besten Kumpels, Felix Leiter, und an dessen fast Verstümmelung oder sowas. Also ein Drogenboss hat sich an Leiter gerecht, weil der ihn festgenommen hat und James Bond rächt sich nun an dem Drogenboss. Keine weltbewegende Story, also für mich auch was ganz Normales. Vielleicht etwas abstruser wie in tödlicher Mission, aber eigentlich auch nichts, wo man jetzt um Weltherrschaft oder sowas und Zerstörung der Welt, einfach nur stumpfe Rache, die vielleicht im Agentenmilieu so hätte vorkommen können. Platz Nummer 25, Lizenz zum Töten. In meinem Ranking war es die Nummer 3. Der nächste Film, Live and Let Die, Leben und Sterben lassen, aus dem Jahre 1973 und der erste Film mit Roger Moore. In diesem Film geht es eigentlich nichts anderes um Drogenschmuggel. Ja, kann man so sagen, ne? Also einfach um Drogenschmuggel und von daher auch nichts Wildes. Der Film ist in normaler Rankingliste auf Platz 12 gekommen. Hier ist es Nummer 24. Auf Platz 23, Liebesgrüße aus Moskau. Wieder ein klassischer Agentenstoff, ähnlich wie in tödlicher Mission. Die Russen haben diesmal etwas, was gerne die Briten haben möchten. Aber auch eine Geheimdienstorganisation
Spectra. Von daher auch keine große Sache, eigentlich nur Ost hat, was West möchte oder West möchte, was der Osten hat. Aus dem Jahre 1963, der zweite Film mit Roger Moore. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Film. Aus dem Jahre 1983, Octopussy, ebenfalls mit Roger Moore. Hier Platz Nummer 22 in meinem normalen Ranking auf Platz 13. Die Story ist vielleicht etwas abstruser wie die Vorgänger. Hier geht es eigentlich darum, dass ein russischer General mit den Abrüstungsverhandlungen in den 80ern unzufrieden ist und möchte einen Zwischenfall provozieren, um keinen Weltkrieg durchzuführen, sondern einfach nur, dass die Amerikaner oder der Westen, die NATO, stärkere Abrüstung betreibt und die Russen am Ende des Tages dann die herrschende oder vorherrschende Weltmacht sind. Also auch eigentlich nichts wirklich Dolles. Platz Nummer 22, Octopussy. Auf Platz 21, und damit bildet er den Abschluss des Blocks, den ich mal Agenten-Stories genannt habe, befindet sich der Film aus dem Jahre 1987, der erste Film mit Timothy Dalton, und somit heißt er Der Hauch des Todes. Eigentlich ist es nur eine Überläufergeschichte. Ein russischer General möchte in den Westen, um eigentlich seine kriminellen Machenschaften durchzuführen. Das ist im Prinzip die Grundstory. Er verkauft ein paar Agenten dabei, damit das halt, ja, kein Preis ohne Überlaufen. Also nichts wirklich Wildes. Auch keine Weltherrschaft oder sowas. Einfach nur ein stumpfer Agentenfilm. Der Film hatte in meinem normalen Ranking den Platz Nummer 19. Der Hauch des Todes. Kommen wir nun zu dem nächsten Block, den ich so gebildet habe. Da geht es um ein bisschen um Wirtschaft, ja, um Wirtschaftskriminalität, Wirtschaftsmonopole, sowas in der Richtung. Man kann das nicht immer alles so richtig komplett zusammenfassen, aber das war so der Überbegriff, der mir bei den nächsten Filmen oder beim nächsten Block so eingefallen ist. Fangen wir an mit Platz 20. Der absurdesten Filme oder absurdesten Einsätze, absurdeste Filme nicht. Spectra, bei mir auf der 23 im normalen Ranking, hier auf der Nummer 20. Die Geschichte ist auch hier alles bekannt. Das ist das Zusammentreffen von Bond auf Blofeld. Und Blofeld möchte dann eigentlich ein Wissensmonopol haben, weil die ganzen Geheimdienste sich zusammenschließen und eine große Datenbank haben, und darauf möchte dann Blofeld also Zugriff haben. Schon etwas absurd, aber vielleicht gar nicht so weit weg, außer dass es jetzt vielleicht eine Privatperson macht, aber Big Brother is watching you. Von daher Platz Nummer 20. Auf Platz 19 ein weiterer Daniel Craig-Film. Für viele einer der schlechtesten überhaupt. Bei mir hat dieser den Platz 20 erreicht und ist auf dem Jahre 2008. Die Rede ist von, ihr könnt das alles sehen, ein Quantum Trost. Ja, warum ist der auf Platz 19? Ist ganz einfach, es geht eigentlich nur auch hier um ein Monopol, um das Wassermonopol in Bolivien. Im Grunde möchte die Verbrecherorganisation oder ein Teil davon halt die Kontrolle über mehrere dritte Weltländer haben, indem sie die Wasserrechte kontrollieren. Ja, vielleicht auch weit hergeholt, aber ohne Verschwörungstheorien, aber denkt mal an Nestle. Trinkwasser in Afrika soll Geld kosten oder sowas. Nicht wirklich aus der Welt geholt.
Hier Platz 19 in der regulären Rankingliste, bei mir die Nummer 20. Dann kommen wir zu einem Film aus den Jahren 1999 und damit einer von oder mit Pierre. Die Welt ist nicht genug. Aus dem Jahre 99, wie ich schon sagte. Zur Story. Die Unternehmenstochter Elektra King möchte das Erbe ihres Vaters weiterführen und eine Pipeline von Aserbaidschan nach Europa verlegen. Aber sie hat auch den bösen Gedanken, die Konkurrenz auszuschalten mittels einer Atomverseuchung über deren Vertriebsrouten. Also auch eigentlich nur, ja, versuchen ein Monopol zu machen mit unlauteren Mitteln. Von daher nicht wirklich so abstrus. Jetzt könnte man ja sagen, gut, mit den Atombomben oder sowas. Ja, aber vom Prinzip her ist es nichts anderes wie eine Wirtschaftskriminalitätsgeschichte. Ne? Also nichts Dolles. Deswegen hier auch nur Platz 18 in meinem normalen Ranking, aber die 9. Kommen wir zu einem weiteren Film aus diesem Block. Und zwar geht es um einen Film aus dem Jahre 1985 und damit der letzte Film von Roger Moore müsste das gewesen sein. Könnt ihr das sehen? Im Angesicht des Todes. Auch hier geht es nur um ein Monopol, und zwar um ein Chip-Monopol. Der psychopathische Unternehmer Zorin möchte seine Konkurrenz in Silicon Valley ausschalten, indem er ganz plump gesagt den St. Andreas-Graben reaktiviert, also die Spalte in Kalifornien, und damit das ganze Silicon Valley quasi überfluten würde. Die Mittel sind ja vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber auch da ist es eigentlich nur, jemand möchte ja ein Wirtschaftsmonopol haben auf irgendein Produkt, und die Mittel sind ihm eigentlich recht. Und hier kommt ihm Bond dann auch nur in die Quere. Also auch ja ein Wirtschaftskrimi im Großen und Ganzen. Platz Nummer 17 im normalen Ranking ist er ganz weit oder sehr weit unten, die Nummer 22. Jetzt kommen wir zu einem Film aus dem Jahre 1963 und damit zu meiner persönlichen Nummer 1 im Ranking der normalen Filme, aber hier auf Platz 16. Goldfinger. Wenn ich die Story erkläre, weiß ja sowieso jeder, also ich brauche es auch nur gut anschneiden. Der Auric Goldfinger, ein Goldhändler, hat sich einen privaten Vorrat an Gold angeeignet, auf welche Art und Weise, und möchte nun, dass dieses Gold einen höheren Wert erreicht. Das kann man entweder dadurch erreichen, dass man alles Gold dieser Welt klaut und dann hat man ein Monopol drauf, oder man macht das andere Gold oder einen Großteil dieses Goldes unbrauchbar. Und das ist sein Plan, indem er in Fort Knox ein Atomgerät zündet, eine dreckige Bombe, die dann für Verstrahlung sorgt. Platz Nummer 16 für meinen persönlichen Nummer 1. Goldfinger. Kommen wir auch schon zum Abschluss dieses Wirtschaftsblocks. Der Morgen stirbt nie mit Pierce Brosnan aus dem Jahre 1997. Er ist von diesen Filmen noch der absurdeste, sagt man das so? Ja, es geht darum, dass der Medienmogul Edward Carver ist ein Medienmogul und möchte jetzt die absolute Weltherrschaft erlangen, was Medien betrifft. Dazu versucht er einen
Krieg oder einen Konflikt, ein Krieg, glaube ich, wird es nicht wirklich, ja, also ein Konflikt zwischen den Briten und den Chinesen anzuzetteln. Ja, natürlich etwas absurd, aber auch hier der Hintergrund ist nur, ja, irgendein Wirtschaftsmogul möchte auf seinem Gebiet die Nummer 1 sein. Also auch leider nichts wirklich, ja, weltbewegendes. Naja, gut, wenn die einen Krieg anzetteln schon, aber von der Grundtheorie, wie man das dann ausmalt, ist es was anderes. Aber ansonsten, ja, Wirtschaftskriminalität. Die nächsten Filme, die ich euch jetzt, so heißt das richtig, euch vorstellen müsste, habe ich unter dem Blog Rache, Größenwahn und Business zusammengeführt. Eigentlich ist es so das Sammelsurium bei den Filmen, wo ich nicht wusste, wie ich sie wirklich zusammen reinpacke. Ja, ist auch nicht wirklich schlimm, weil ihr kennt sie alle, ist kein ganz großer Block. Gut, fangen wir an mit dem ersten Film. Hier geht es eigentlich um persönliche Rache. Und zwar GoldenEye. Aus dem Jahre 1995, der erste Film mit Pierce Brosnan und Sean Bean als sein Gegenspieler. Eigentlich geht es ja um zwei Sachen. Einmal möchte Janus, Sean Bean, sich aus Rache an den Verrat der Engländer an den Linzer Kosaken am Ende des Zweiten Weltkriegs und nach dem Zweiten Weltkriegs rächen, und gleichzeitig möchte er das Finanzzentrum oder möchte damit das Finanzzentrum in London quasi mit einer EMP-Waffe ja, in das Mittelalter zurückbomben. Es ist am Ende ist es Rache, der Weg ist vielleicht ein bisschen was anderes. Ja, so richtig wusste ich nicht, wo ich einzusortieren sollte. Er so richtig absurd ist er nicht, weil es einmal um Rache geht. Und auf der anderen Seite ist es halt eine Atombombe und das macht die ganze Sache etwas absurder. Platz Nummer 14 in dem Ranking Einsatz in Absurdistan und Platz 16 in meinem normalen Ranking. Golden Eye. Ich muss einmal nur kurz gucken, ich hatte mich hier einmal verklickert. So, Platz Nummer 13 in diesem Ranking. Der erste Bond, wo er Dr. No jagt. James Bond jagt Dr. No. Aus dem Jahre 1962, Regie Terence Young. Hier geht es eigentlich, also so richtig, um Rache, vielleicht auch nicht, eher so um Größenwahnsinn. Es geht um Dr. No, der mit seinen Versuchen eigentlich die Starts der amerikanischen Weltraumraketen stören möchte. Ja, weder richtiger Agenten-Story für mich, so ein bisschen Größenwahnsinn wie beim Blofeld oder Spectra eigentlich immer. Von daher Platz Nummer 13 in diesem Ranking und Platz Nummer 21 in meinem normalen Ranking. Auf Nummer 12. Für viele einer der besten Bond. Für mich die Nummer 11 im normalen Ranking. Der dritte Film von Daniel Craig. Skyfall. Warum ist dieser etwas absurder wie Dr. No? Ja, von der Story her finde ich den etwas durcheinander, etwas konfuser und etwas größenwahnsinniger. Es geht um den Ex-Agenten Silver, der sich an seinem Ex-Chef aus Hongkong, den Sektionschef H, die jetzt M ist, rächen möchte. Ja, was soll man dazu sagen? Da fehlen einem glatt die Worte. Ich fand den Film halt, ja, für mich war es keine richtige Agentenstory. Es war für mich so ein Rache, weil, ja, warum so weit oben? Weil er halt so verwirrt und zu kompliziert war.
Von daher hätte er vielleicht auch ein bisschen tiefer oder ein bisschen höher oder sowas, aber ich habe ihn da einfach mal auf 12 gesetzt. Damit bin ich eigentlich, ich sag mal so, auf der, ja, auf der sicheren Seite. Kommen wir nun zu Platz 11, wieder erwarten nach der 12, wenn man rückwärts zählt, kommt die 11. Auch hier ein Film mit dem Mann, der nur einen Gesichtsausdruck hat. 00 Daniel Craig. Ja, Casino Royale. Der erste Film mit Daniel Craig, wo er quasi seinen Doppel-Null-Status erhält. Gut. Die Story ist auch keine so richtige Agentenstory und es ist so ein bisschen komisch. Also, ja, na, komisch ist die Story vielleicht nicht, aber irgendwo einzuordnen. Geht es um Größenwahnsinn? Weiß ich nicht. Es geht um den Chiffre, der mit dem Geld seiner Klienten, die meistens aus dem kriminellen Milieu sind, ja, Schindluder getrieben hat und nun gezwungen ist, das ganze Geld durch ein Kartenspiel, durch Poker wieder reinzukommen. Also, es klingt schon ein bisschen komisch. Ist auch so. Deswegen ist er ja bei mir auf Platz 11. Im gesamten Ranking ist er bei mir auf der Nummer 15. So, jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss dieses Blocks mit Rache, Größenwahn und ich habe einen an der Klatsche. Die Nummer 10 aus dem Jahre, jetzt muss ich überlegen, was war das? 74? Der zweite Film mit dem guten Roger Moore. Mit Christopher Lee als der Mann mit dem goldenen Colt, der auch dem Titel des Films seinen Namen gegeben hat. Die Geschichte ist wiederum keine Agentengeschichte. Es geht um den Killer Scaramanga und seine Freundin. Seine Freundin hetzt quasi den MI6 auf Scaramanga, indem sie dem MI6 eine Kugel mit den Initialen 007 schickt. Der, ja, MI6 findet das nicht ganz so lustig und setzt halt 007 darauf an. Und dabei kommen sie dann dahinter, dass Scaramanga A überhaupt nichts mit James Bond von James Bond will. Und B, seinen eigenen Weg verfolgt, indem er ein System an sich bringen möchte, mit der man Sonnenstrahlen in Energie hocheffizient umwandeln kann. In den 70er Jahren dürfte, also in der Zeit dürfte ungefähr das um die Ölkrisen herum gewesen sein, war das wahrscheinlich sehr aktuell. Ja. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, wo ich denn wirklich einordnen soll. Eine Agentenstory ist es nicht wirklich, weil es mir so eine Zufallswirtschaftssache ist. Ja. Und am Ende doch etwas abstrus wirkt das Ganze. Die Nummer 10 in meinem Ranking: Einsatz in Absurdistan. Übrigens, der Film ist in meinem Ranking relativ weit unten, der drittletzte Platz Nummer 24. Kommen wir nun zu meinem letzten Block. Den habe ich einfach mal ganz größenwahnsinnig Rettung der Welt vor Zerstörung oder Krieg genannt. Also James Bond rettet die Welt. Das macht er ja eigentlich richtig gut, weil wir leben ja immer noch da drauf. Ne? Gut. Platz Nummer 9 aus dem Jahre 1977. Der Spion, der mich liebte. Ein russisches und ein britisches Atom-U-Boot verschwinden.
James Bond und Triple X, ein russischer Agent, werden darauf angesetzt und stoßen dabei auf den guten Kurt Jürgens, der den Stromberg spielt, und stellen fest, dass der die Welt in einen Krieg stürzen möchte. Das ist die kurze Story, die sich hinter diesem Film verbirgt. Jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist ja auch eigentlich nur eine Agentenstory. Im Prinzip ist es das auch, wenn nicht am Ende dieses oder die Zerstörung der Welt durch einen Krieg auf dem Plan steht. Das Ganze macht das Ganze dann wieder größer, wie es ist. Jetzt könnte man im Gegensatz zum Beispiel in Tödlicher Mission, wo es eigentlich auch um Agenten geht, Ost und West, aber halt nur um ein Stück Elektronik. Von daher ist das Ganze hier eine ganze Nummer größer und dadurch natürlich auch, und wie das inszeniert ist, viel absurder. Dieser Film ist auf meiner persönlichen Rangliste relativ weit oben auf dem Platz 7. Hier ist er auf Platz 9. Jetzt kommen wir zu einem Double Feature. Ja, sowas gibt es auch bei James Bond, und zwar einmal den Platz 8 und Platz Nummer 7. Sagt niemals nie und Feuerball. Warum Double Feature? Weil es im Prinzip die gleiche Story ist, nur in unterschiedlichen Zeiten erzählt. Es ist das eine ist das Remake und das eine ist das Original. Ja, dann können sie auch nicht so weit auseinander liegen. Die Nummer 8 ist Sagt niemals nie. Bei mir im normalen Ranking auf der Platz 25. Und der gute Feuerball auf Platz 7 ist im normalen Ranking bei mir auf der 4, also relativ weit oben. Die Story kennt ihr alle. Spectra, Phantom oder wie sie sich auch immer schimpfen, entführen zwei Atomsprengköpfe, Atomraketen und versuchen damit die NATO zu erpressen. James Bond hat nichts Besseres zu tun, als das zu verhindern. Also wieder Erpressung der Welt, Erpressung der NATO. Wenn das schief geht, hätte Spectra mindestens eine Atombombe gezündet, einfach nur mal zu zeigen, es geht. Das wird hier komplett verhindert. Also Double Feature, Feuerball und Sag niemals nie auf den Plätzen 7 und 8. Platz Nummer 6 aus dem Jahre 2023 und damit der letzte Film der Bond-Reihe. Es soll ja danach noch welche kommen, aber der Film, in dem James Bond seinen letzten Einsatz hat, mit Daniel Craig aus dem Jahre, habe ich schon gesagt, aus dem Jahre 2021, ich glaube, ich habe 2021 gesagt, Entschuldigung, natürlich aus 2021. Besonders absurd, also die Story kennt auch jeder. James Bond kehrt aus dem Ruhestand zurück. Spectre ist aber weiter aktiv. Der gute alte Blofeld treibt sein Spiel weiter aus dem Gefängnis. Aber es kommt zu einer Entführung einer Biowaffe. Und Felix Leiter bittet seinen alten Kumpel, ihn bei der Jagd zu unterstützen. Und dabei kommt dann leider Felix Leiter ums Leben. Dann stellt sich heraus, dass der gute James mittlerweile sich vermehrt hat und eine Tochter hat. Und Blofeld einen Rivalen, der ein bisschen böser ist als er. Und der Blofeld dann auch töten lässt. Am Ende möchte dann der gute, wie heißt der? Ja, ne, wenn man den Namen nicht weiß, dann sollte mich das irgendwo aufschreiben. Saffron, glaube ich, so heißt der. Schlag mich tot. Ich habe es jetzt wirklich vergessen. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Ja, jedenfalls möchte diese Organisation die Welt mit Viren verseuchen, mit Viren nicht, also mit mechanischen. Mit schlauen Viren, die nur das zerstören, was man bei denen in den Bauplan reinschickt.
Das macht die Sache dann schon wieder sehr abstrus. Und man sieht, dass das Ganze dann auch darin endet, dass der gute James Bond die komplette Welt retten muss und am Ende drauf geht. Auch hier wieder, die Welt ist ein Spielball, um die es geht. Alles groß aufgezogen, keine wirkliche Agentenstory mehr. Dazu ist sie noch sehr kompliziert und alles durcheinander. Von daher bei mir auf Platz Nummer 6. Kommen wir zu Platz Nummer 5 in meinem Ranking. Meine persönliche Nummer 2 im Geheimdienst Ihrer Majestät aus dem Jahre 1969 mit George Lazenby in seinem einzigen Auftritt als 007. Auch hier versucht der gute Blofeld wieder durch Viren die ganze Welt zu erpressen. Und wenn sie nicht gehorcht, möchte er zum Beispiel das Erbgut verändern oder ja, Unfruchtbarkeit herstellen. Wie auch immer, was er da machen möchte. Ja, am Ende schafft es, na gut, der gute James, das zu verhindern. Zu einem sehr, sehr hohen Preis. Ja. Auch eine große Story mit einem großen Ende. Auch hier wird nichts Geringeres wieder als die Welt gerettet. Die Nummer 5 im Geheimdienst Ihrer Majestät. Der nächste Film ist quasi der Nachfolger davon aus dem Jahre 1971 und somit wieder Sean Connery in Diamantenfieber. Ja, Diamantenfieber. Es geht einmal um dummen Diamantenschmuggel, aber diese Diamanten sollen ja nicht nur einfach den Hals oder den Ring eines, ja, den Ring verschönern oder die Kette verschönern. Nein, die sind dafür da, dass man böse Sachen macht. Der gute Blofeld, der am Ende da wieder hintersteckt, möchte ein paar Diamanten oder sammelt sehr viele Diamanten, die er dann auf einen Satelliten packt, dadurch einen Laserstrahl erzeugen kann, mit dem er dann gezielt Einrichtungen zerstören kann. Und wenn man ihm nicht seine gewünschte Summe bezahlt, wird er das auch tun. Ja, Größenwahnsinn. Per excellence und James Bond kann natürlich dadurch hier die Welt retten, weil der gute Mann wahrscheinlich nicht aufhören würde. So. Hier die Platz 4, der Platz 4 und in meinem Ranking die Nummer 14. Jetzt mein absoluter, ja, auf Platz 3. Der letzte Film von Pierce. Stirbt an einem anderen Tag aus dem Jahre 2002, unter anderem mit der guten Madonna, die nicht nur den Titelsong gespielt hat, sondern auch noch die Fechtlehrerin. Dazu noch eine Schönheit, die aus dem Meer kam. Keine schwarze Meerjungfrau, nein, es ist die gute Gin. Der Film, ja, der ist schon sehr abstrus. Schon fast ein Auftrag in Absurdistan per excellence, aber dieser Auftrag beginnt eigentlich in Nordkorea. Der gute James Bond soll dort einen Colonel töten. Das geht mehr oder weniger schief. Er gerät in Gefangenschaft. Soweit ist alles noch eine gute Agentenstory. Auch dass 007 dann auf eigener Faust versucht, dahinter zu kommen, wer ihn dann quasi verraten hat. Alles noch im Rahmen und dann wird das Ganze dann halt ja wirklich größenwahnsinnig. Der Film, es geht um Diamanten, es geht um ähnlich wie in Diamantenfieber um einen Laserstrahl aus dem Weltall, aus einem Satelliten. Aber hier wollen wir nicht die Welt erpressen, sondern man möchte eigentlich nur als nordkoreanischer übergeschnappter Colonel Oberst Nordkorea angreifen
und versucht dann halt mit Laserstrahlen aus dem All ja, die entmilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea freizuräumen, damit der nordkoreanische Truppen in den Süden einmarschieren. Das zur Folge hätte wahrscheinlich einen globalen Krieg, weil die Amerikaner sich das nicht hätten gefallen lassen. Und wenn die Amerikaner sich mit den Nordkoreanern an der Haare gekriegt, in die Haare bekommen hätten, hätten dann wahrscheinlich auch die Chinesen etwas dagegen gehabt. Am Ende wäre es einfach ein Weltkrieg geworden. Aber da wir alle heute Morgen noch zur Arbeit gegangen sind und heute Abend ins Bett gehen werden, hat es doch tatsächlich James Bond geschafft, dass das nicht passiert. Auf Platz 3 und letzter Platz in meinem absoluten Ranking, in meinem Ranking meiner Bond-Filme, Stirb an einem anderen Tag. Jetzt kommen wir, ja, zu Nummer 2. Und was passt da besser? Man lebt auch nur zweimal. Aus dem Jahre 67. Und das müsste dann der fünfte Film von dem guten Roger Moser schon. Sean Connery. Asche auf meinem Haupt, ich habe mich vertan. Kommt nicht wieder vor. Also, ja, das ist der fünfte Film. Hier geht es auch wieder um Blofeld, es geht um den Weltall, es geht um den Weltfrieden. Wir schreiben das Jahr 1967 und im Weltall tobt ein kalter Krieg. Wer kommt als Erster auf den Mond? Und dafür werden natürlich erstmal ja, Raumschiffe in Erdumlaufbahn geschickt. Diese verschwinden auf mysteriöser Weise und ja, die Russen beschuldigen die Amerikaner beschuldigen die Russen und der lachende Dritte, die Briten sagen natürlich, Jungs, lass das mal unseren Agenten machen, 007, der kriegt das schon irgendwie hin. Ja, der kriegt es natürlich auch hin und stellt fest, dass Spectra, Blofeld oder wie auch immer diese ganzen Organisationen heißen, die von den guten Kollegen Franz Oberhauser geleitet werden, im Auftrag vielleicht der Chinesen, vielleicht einer anderen Macht in Südostasien, die ziemlich groß ist, und nicht Japan heißt. Und nicht Korea ist, also es werden wahrscheinlich die Chinesen sein, den Auftrag gegeben hat, ein bisschen Trouble zwischen diesen beiden großen Weltmächten ja, zu organisieren, damit dann der lachende Dritte dann tatsächlich die Chinesen sind. Natürlich schafft es auch diesmal wieder James Bond, das Ganze zu verhindern. Obwohl der Film wirklich top ist, ist die Story natürlich, naja, an den Haaren herbeigezogen. Natürlich nicht. Also wie oft verschwinden eigentlich Raumschiffe im Weltall? Das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Manche kommen ja gar nicht so weit, sondern stürzen einfach wieder ab. Ja, Platz Nummer 10. Nein, Quatsch. Platz Nummer 10 meines Nummer. Cut. Nummer 2 unter Einsatz in Absurdistan und Nummer 10 in meinem persönlichen Ranking. So. Jetzt kommen wir zu Nummer 1. So, alle 007-Fans wissen jetzt, wer kommt. Alle, die mitgerechnet haben, wissen jetzt, was kommt. Ja, es kann auch nur noch einen geben. Also nicht den Highlander, sondern einen Film aus 1979. Der absoluteste, nee, der Einsatz in Absurdistan schlechthin. In meinem normalen Ranking die Nummer 17. Aber hier die Nummer 1. Aus dem Jahre 79, glaube ich, habe ich schon gesagt, in der Zeit, wo in den Kinos Raumschiffe große Mode waren, wo man schon auf der Erde darüber nachgedacht hatte, wie man auch mit Raumschiffen wieder landen kann. Moonraker, streng geheim. Und hier geht James Bond dann tatsächlich eine Stufe höher, nachdem auf der Erde alles abgearbeitet ist, bleibt nur noch der Weltraum. Nicht nur für ihn, sondern auch für die Bösewichte. Hugo Drax, ein Industrieller, der diesen Moonraker herstellt, benötigt ihn, oder andersrum, er baut die und möchte damit etwas im Weltall bauen, und zwar eine Station, von der aus er eine neue
Herrenrasse, eine neue Rasse, ja, züchten möchte. Leider ging einer seiner Moonraker kaputt und er brauchte jetzt Ersatz, also klaut er sich seinen eigenen Moonraker. Der gute James Bond und Goodhead von der CIA sind dem Ganzen auf der Spur und fliegen dann zum Schutz der Welt ins Weltall. Dort oben gibt es dann auch einen lustigen Kampf mit zwischen Astronauten auf der guten Seite und Astronauten auf der bösen Seite, weil der gute Hugo Drax halt die Erde mit Viren, ne, Viren, mal wieder Viren, zerstören möchte, indem er dann auf der Erde einfach die menschliche Rasse ausrichten möchte, weil diese Viren weder Pflanzen noch Tier angreift, also nur noch den bösen Homo sapiens hat und damit dann alles killt. Ja, was soll ich euch sagen? Dieser Film ist für mich ganz weit weg von jeglicher Realität. Der Film ist gut anzugucken, er macht ja auch Spaß, aber für mich ist er der Film, der den Titel Einsatz in Absurdistan wirklich verdient hat. Es mag bestimmt jeder anders sein, aber für mich ist das halt total übertrieben und ich glaube, es ist auch die Spitze des Eisberges, was man damals gemacht hat. Danach ist das Ganze wieder im Franchise etwas runtergegangen. Der Nachfolgefilm in tödlicher Mission ging dann wieder ganz andere Wege und man kam eigentlich immer nur etappenweise wieder auf diese Idee, man muss ja die komplette Welt zerstören. Es ist schön, dass das mal wieder runtergekommen ist und einfach diese großen Stories, dass James Bond die Welt retten muss, abgegangen ist. Gute Agenten-Stories sind okay, kann man machen. Man kann auch mal irgendein Bösewicht größenwahnsinnig werden sein lassen und der dann einfach nur Teile seines Business größer machen möchte, wie in Goldfinger, sowas funktioniert auch, oder wie im Angesicht des Todes, oder der Morgen stirbt nie. Das geht alles. Es muss nicht immer die komplette Welt sein. Ja, Freunde, das war's auch schon. Ihr werdet natürlich jetzt nicht an diesem Video alle Trailer von allen 26 Filmen finden. Die könnt ihr euch, ja, ihr habt, was sag ich mal so, 10 Finger und Google, könnt ihr selber suchen. Ihr wisst, wie es geht. Ansonsten schaut euch die Filme komplett an. Vielleicht habt ihr eine komplett andere Meinung dazu. Vielleicht habe ich auch irgendetwas übersehen. Ich weiß, dass ich bei manchen Sachen mir nicht hundertprozentig sicher war. Aber man muss ja irgendwann eine Entscheidung treffen. Ich kann ja nicht 6 Wochen darüber nachdiskutieren, ob ein Film auf Platz 15 oder 14 ist. Das macht am Ende den Kohl nicht fett. Denn ich sag mal, zwischen dem absurdesten und dem logischsten Film ist doch ein großer Unterschied und alles andere ist irgendwo dazwischen. Das kann sich jeder dann selber so zurecht basteln, wie er möchte. So, und das war es jetzt auch wirklich mit meinem Ranking von James Bond Film für dieses Jahr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja den Kanal abonnieren, indem ihr die Glocke aktiviert. Oder ihr könnt natürlich auch ein Like da lassen. Also, nochmal, also, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen, ja. Wenn ihr auf diesem Kanal nichts wieder verpassen möchtet, dann Glocke. Also, ne? Jetzt haben wir's. Ja, manchmal reden alte Leute wirres Zeug. Irgendetwas vergessen? Hat noch einer was? Stille? Gut. Dann wünsche ich euch was. Lasst euch nicht ärgern. Schaut noch einen Film. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Worum auch immer es da gehen wird. Tschüss. Bitte vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um meinen Kanal zu abonnieren. Vielen lieben Dank.